Eine alte Legende erzählt, dass auf der Erde neben anderen Tieren einmal ein roter Drache lebte. Dieser Drache war von sanftem Gemüt und hatte nur einen Fehler. Er war sehr neugierig. Jeden Abend, bevor er sich am Flussufer, wo er lebte, zum Schlafen legte, sah er sich lange den Mond an und fragte sich dabei, welche Tiere dort wohl lebten. Er hatte eine solche Lust, das herauszufinden, dass er sich eines Tages entschloss, dorthin zu reisen. Als er diese Neuigkeit den anderen Tieren erzählte, drängten sie sich um ihn, um auf seinem Rücken zu steigen und mit ihm fortzugehen. »Du musst mich mitnehmen«, sagte ihm das Krokodil. »Schließlich sind wir entfernte Verwandte. Wir haben beide einen langen Schwanz und sind mit Schuppen bedeckt. Also gehören wir zur selben Familie.« »Ich bitte dich, lass mich mit dir kommen«, sagte die Giraffe. »Wenn wir auf dem Mond ankommen, kann ich dir als Kundschafter dienen. Mit meinem langen Hals kann ich Feinde schon von fern ausmachen und dich vor Gefahren bewahren.« »Wenn du mich mitnimmst, wirst du es nicht bereuen«, sagte das Nashorn. »Mein langes Horn und meine Kraft könnten dir sehr nützlich sein, wenn du auf dem Mond auf Feinde triffst. Du musst nämlich wissen, dass mir niemand widerstehen kann, wenn ich angreife«, fuhr es drohend fort. Der Drache, von seinen Argumenten überzeugt, akzeptierte. Der Elefant räusperte sich, auch er wandte sich feierlich an den Drachen. »Lieber Freund, wie du wohl weißt, leben Elefanten über 100 Jahre. Aus diesem Grund sind wir auch so weise. Ich werde dich also auf deiner langen Reise begleiten, um dir mit wertvollem Rat beizustehen.« Der Drache wagte nicht abzulehnen und bot auch ihm einen Platz an. Sogar das Flusspferd stieg auf. Der Drache hatte ihm einen Platz reserviert, weil es sein bester Freund war und sie am Ufer desselben Flusses lebten. Zwischen den Tieren, die sich um den Drachen versammelt hatten, drängte sich die Hyäne durch. »Entschuldigung, lasst mich durch«, rief sie mit ihrer schrillen Stimme. »Weshalb glaubst du denn, dass ich dich mitnehmen würde?«, fragte der Drache. »Na, weil ich die Hyäne bin, die lacht und euch mit amüsanten Geschichten unterhalten wird.« Der Drache fand auch für sie einen Platz und flog los. Mit den Flügeln schlagend nahm er Richtung auf den Mond. Aber wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, ging das nicht lange so. Die Tiere auf seinem Rücken schienen ihm immer schwerer, und obwohl sie seit Stunden flogen, näherten sie sich dem Mond doch nicht. Als er sich klar wurde, dass seine Flügel sie nicht mehr länger tragen würden, musste er aufgeben. Sanft schwebend, die Flügel ausgespannt, stieg er hinab, zurück zur Erde, um seine Passagiere abzuladen. Dann, ganz beschämt, kehrte er zum Fluss zurück. Und dort sah er den Mond, der sich im Wasser spiegelte. »Da es mir nicht gelungen ist, den Mond zu erreichen, der am Himmel scheint, werde ich mich mit dem Mond vereinigen, der sich auf dem Grund des Flusses befindet.« Und der Drache erschien niemals wieder auf der Oberfläche. Und das ist der Grund, so endet die Legende, warum es keine roten Drachen mehr auf der Erde gibt.